Hallo und herzlich willkommen auf der Hof Bergmann in der neuen Version 1.5 für den LS22, der finalen Version der Hof Bergmann für den LS22. Ja, kam am Samstag raus, also quasi gestern. Ich möchte euch heute nicht die ganze Karte vorstellen, denn die Hof Bergmann ist ja schon bekannt. Ich würde euch heute in diesem Video einfach gern mal die neuen Funktionen, die der Andi mit eingebracht hat, für die finale Version zeigen. Und dann in den weiteren Folgen richten wir uns unseren Spielstand wieder ein, kaufen ein paar Fahrzeuge und ein paar Anhänger etc. Ja, und starten hier unser neues Projekt auf der Hof Bergmann. Ich freue mich sehr drauf. Die Karte hat mir schon immer sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es hier unglaublich viele Möglichkeiten gibt. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir das Tor auf und starten hier mit unserem Haupthof. Da gibt es nicht allzu viel Neues. Wir haben ja hier weiterhin unseren Hofladen. Der war ja in früheren Episoden bzw. in früheren Spielständen war das eine Garage noch. Die haben wir jetzt nicht mehr. Hier hinten, das ist auch bekannt, ist der Räucher, die Räucherei, der Räucherofen etc. Na, das haben wir ja alles hier. Ich habe mal die Fahrzeuge, die von vornherein auf der Karte vorhanden sind, mal hier zum Hof gebracht. Na, da hat der Andi einmal hier dieses Wasserfass, oder, ja, Flüssigkeitsfass mit dazu genommen. Dann einmal hier einen kleinen John Deere Gator, also so ein kleinen, ja, kleines Fahrzeug, wo man hinten noch ein bisschen was draufladen kann. Einen Steyr und ein Ladewagen. Ansonsten sind die Silos etc. sind alles leer. Ne? Wir haben jetzt hier nur ein bisschen Stroh in unserer Scheune quasi eingelagert. Da können wir hier auch schon mal aufmachen. So. Ja, hier oben haben wir Stroh. Das haben wir hier eingelagert. Ein paar Ballen sind hier vorhanden etc. Aber der Rest ist komplett leer. Ja, was gibt's Neues auf der Karte? Auf der Karte gibt es an sich, bei der 1.4 haben wir hier hinten unsere Bullenzuchtanlage schon dazu bekommen. Die können wir uns einmal noch mal kurz mit anschauen. Na, die haben wir hier. Da kommen wir natürlich jetzt nicht rein. Wie der Name schon sagt, haben wir hier eine Bullenzucht. Jetzt brandneu mit dazu gekommen sind die Apfelplantage. Die haben wir hier. Die können wir jetzt als erstes einmal schnell und fix kaufen, dass wir uns die auch mal anschauen können. So, hier haben wir quasi eine Menge Apfelbäume, die wir dann mit verschiedenen Körben, mit einer Leiter und so weiter, können wir dann die Leiter anstellen, können die Äpfel pflücken etc. Na, das ist dann hier, hat er alles sehr, sehr, sehr schön, ja, angelegt etc. Ist alles nochmal schön eingezäunt. Dann haben wir hier unsere Apfelpressen drin. Zwei Stück an der Zahl. Und mit diesem Apfelsaft können wir dann quasi hier runtergehen in unseren, ich nenne es gern Weinkeller. Das ist ja so ein bisschen, ja, so ein Apfelkeller. Dann haben wir dann hier einmal die Einlagerung vom Apfelwein. Da fehlen jetzt die Güter, genau. Aber das ist auch sehr, sehr, sehr schön angelegt hier. Das muss man wirklich so sagen. Da hat er sich wieder sehr viel Mühe gegeben. Da drüben ist unser Hof. Ne? Und hier, wie gesagt, einmal die Apfelplantage. Wenn wir jetzt auf die Karte gehen, haben wir hier drüben ja bereits bekannt unseren Schrebergarten. Was jetzt ganz neu mit dazugekommen ist, ist ja dieser Grillhähnchenstand, den er sich ausgedacht hat. Dazu haben wir hier im Dorf einen Platz. Dann haben wir hier, jetzt muss ich selber mal schauen, hier vorne haben wir einen Platz, wo wir uns aufstellen können. Und ich glaube noch einen dritten hier oben in dem Dorf beim Supermarkt, genau. Da haben wir auch nochmal so einen Stellplatz. Das heißt, wir können ein Grillfahrzeug, ein Grillhähnchenwagen können wir kaufen. Und dieser verkauft dann unsere, ja, produzierten Hähnchen. Also wenn wir unsere Geflügelzucht zum Beispiel haben, dann können wir in dieser Geflügelzucht unsere Masthähnchen produzieren und mit diesen Masthähnchen können wir die dann hier an den drei verschiedenen Verkaufsstellen verkaufen.
Hier gibt es auch noch so ein paar Sachen, können wir verschiedene Felgen drauf machen, wie man lustig ist, die Hauptfarbe können wir ändern, Kennzeichen etc. Dazu gibt es noch einen Kühlanhänger, da kommen die Hähnchen rein, so wie sich das gehört. Den können wir anhängen und dann fahren wir zusammen quasi, also mit dem Verkaufswagen kann man dann zu den Verkaufsorten fahren und dort die Hähnchen verkaufen. Also wir brauchen erstmal hier oben die Geflügelzucht und dann können wir hier unsere Grillhähnchen verkaufen. Ja, ansonsten noch weiterhin dazugekommen ist hier vorne die Kompostieranlage. Die werden wir jetzt auch gleich erstmal kaufen, dass wir uns die mal anschauen können. Upsa. Und zwar zur Kompostieranlage. Die ist auch neu entstanden hier auf einem Stück Feld. Ihr seht es hier, Fuchshausen, Kompostierwerk Fuchshausen. Wenn wir hier einmal die Schranke öffnen, haben wir hier die Möglichkeiten, unseren Kompost hier zu lagern. Hat er zwei Silos eingebaut. Hier vorne ist ein kleiner Bürocontainer, der hat jetzt keine Funktion. Hier haben wir eine Werkstatt und eine Tankstelle. Und dann haben wir hier unser Silo für die Kompostabfälle, also für die Bioabfälle. Das kann alles sein von Äpfeln bis hin zu, ich glaube sogar, es gehen so Weizen und so, das sollte auch gehen. Alles können wir hier reinpacken und dann wird das hier reingepackt, mit einem Radlader zum Beispiel oder einem Teleskoplader und wird hier zu Kompost, ja, verarbeitet. Und die Steine, die entstehen, die können wir dann zusätzlich auch nochmal uns hier rausnehmen und können die dann weiterverarbeiten. Das Ganze geht dann hier rein und in dieser Halle am Ende der Maschine entsteht dann Komposterde auf Palette. Und mit dieser Komposterde können wir dann quasi zur nächsten Neuerung auf der Karte. Ich mache das jetzt Ganze ein bisschen im Schnelldurchlauf, damit wir ein bisschen was schaffen. Nachdem wir die Komposterde quasi hier erhalten haben, können wir hier hochgehen und dann haben wir hier neben unserer Kirsch- und Hopfenplantage einmal ein Gemüseanbaugebiet. Das ist auch neu. So, dieses Gemüseanbaugebiet sieht wie folgt aus. Haben wir hier auch wieder ein schönes Schildchen dran, Thüringer Gemüseanbau. Mit dieser Komposterde können wir quasi hier unsere neuen Gewächshäuser versorgen, nenne ich es jetzt einfach mal. Sieht jetzt noch aktuell natürlich leer aus. Hier links und rechts kommen dann die Pflanzen rein und die Erde. Und hier vorne haben wir jetzt auch ein neues Icon und das ist zum Beispiel dann die automatische Bewässerungsanlage. Denn diese Gewächshäuser haben eine automatische Bewässerungsanlage. Das ist auch wirklich, also hier ist so viel Liebe zum Detail drin. Na, wir haben vier Stück. Das heißt, wir können hier, Entschuldigung, es sind sogar fünf, können hier wirklich richtig was anbauen. Hier haben wir noch einen kleinen Unterstand für die Fahrzeuge und ein Wasserbecken. Das müssen wir natürlich erst auffüllen. Das ist noch nicht voll. Das heißt, wir müssen es erst mit Wasser auffüllen, dann können wir hier direkt Wasser rausnehmen. So, und hier haben wir unser Kühlhaus, wo dann die Lager, also wo wir das Gemüse, was wir jetzt nicht direkt verkaufen, wenn wir es erstmal behalten wollen und wollen es zu einem besseren Preis verkaufen, können wir das Ganze hier drin tun. Können das hier einlagern, und dann, ja, zum besseren Preis verkaufen. Also vier Gewächshäuser plus einmal ein Kühlhaus, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ne, das ist die, hat er auch hier sehr, sehr schön angelegt. Können wir gut mit den Maschinen arbeiten etc. Das gucken wir uns auch alles im Laufe des Let's Plays der nächsten Folgen, gucken wir uns das an. Das möchte ich auf jeden Fall machen hier. Das ist eines der Sachen, die mir ja, sehr viel Spaß machen. Und dann gehen wir einmal weiter zur nächsten Neuerung, die noch Einzug gehalten hat. Und das ist einmal hier eine alte Ölmühle. So, die werden wir jetzt auch erst einmal kaufen, damit wir sie uns ordentlich angucken können. Jetzt müssen wir mal gucken. Ach, die kann man, brauchen wir gar nicht kaufen. Alles klar. Okay. So, die können wir einfach so benutzen, genau weil es ein öffentliches Gebäude und eine öffentliche Produktion ist. Ja, hier haben wir die Ölmühle. Bei der Ölmühle können wir alle ölhaltigen oder alle Arten
von Getreide einführen, die zu Öl verarbeitet werden können. Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen und ich glaube Luzerne müsste auch noch mit reingehen. Das Ganze wird wie gesagt dann zu Öl verarbeitet, zu Pflanzenöl. Und das Pflanzenöl können wir einmal in Big Packs oder in flüssiger Form mit einem Tanker etc. können wir das abholen und können das weiter verkaufen. Wir können natürlich auch hier direkt verkaufen. Also es gibt einmal eine Verkaufsstelle und einmal eine Produktionsstätte. Ja, das ist hier wie gesagt auch noch mit dazugekommen. Hier wirklich mit Industrieanlage. Hier steht auch wie beim Andi immer fast überall. Das habe ich ja so ein bisschen auf der Deutschlandkarte vermisst. Bei den ganzen Produktionsstandorten steht meistens ein Gabelstapler, wo ein Gabelstapler benötigt wird. Steht auch einer. Und das ist zum Beispiel hier nebenan bei der Sägemühle dasselbe. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt so flott hinkommen. Wahrscheinlich nicht. Doch wir sehen es von hier. Da steht ja so ein kleines Elektroauto vom Andi und dann auch noch ein Gabelstapler. Das ist einfach, ja, das macht es einfach einfacher. So blöd es auch klingt. Aber wie gesagt, hier die Ölmühle ist einmal neu. Und die Ölmühle, zu der Ölmühle ist auch noch separat ein kleiner Bach hinzugekommen. Damit die Mühle ihrem Namen gerecht wird, gibt es hier so ein schönes Mühlrad. Das wird nur betätigt, wenn auch die Produktion läuft. Ja, aber dafür hat er extra hier einen kleinen Bach angelegt. Können wir hier mal hintergucken. Wirklich mit so einer kleinen, ja, ne, kann man das, wird das Wasser dann separat geleitet, um zum Mühlrad zu kommen. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Muss man einfach so sagen. Ansonsten, Neues müsste es jetzt nicht weitergeben. Ich kann noch mal gucken. Ach doch, genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir haben hier jetzt einen neuen Bauplatz am Malzwerk, beziehungsweise hier bei der Rinderzucht. Ist quasi dahinter ein neuer Bauplatz entstanden. Wer jetzt keine Lust hat, den vorgefertigten Hof vom Andi zu nehmen, zu nutzen, der kann quasi hier einmal seinen Hof allein neu aufbauen. Und die anderen Höfe, die es gibt, die man nutzen kann, die bleiben quasi ja unbenutzt. Ne? Die kann man noch mal erweitern oder wenn man sie dann zusätzlich nutzen will, kann man das machen. Aber hier könnte man seinen eigenen Hof erschaffen, erbauen. Und hier haben wir noch eine Neuerung und das ist das Wildtiergehege für die Hirsche. Das glaube ich müssen wir kaufen, sonst kommen wir nicht rein. Genau. Das kaufen wir uns jetzt einmal. So, dann haben wir hier quasi ein Wildtiergehege. Ne? Also hier ist der Bauplatz, das eingezäunte große Feld, direkt hinterm Malzwerk. Und hier haben wir einmal das Wildtiergehege für die Hirsche. Hier ist der Sinn, dass man einfach die Hirsche aufzieht und dann gewinnbringend verkauft. Ne, hier ist ein kleiner See, den müssen wir noch voll machen, damit sie was zu trinken haben. Und hier hinten ist die Futterstelle, damit wir hier auch ein bisschen Heu und Gras einfüllen und haben sie was zu fressen. Das hat er auch noch neu angelegt. Ja, finde ich auch eine ganz witzige Sache. Es gibt natürlich noch ein paar mehr Sachen, was zum Beispiel die Pferde angeht. Da kommt jetzt wohl im August nochmal ein sogenanntes Add-on mit dazu, wo wir die Pferde ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken und quasi ja eine Kutsche und ein Fasswagen und sowas alles in diesem älteren oder in diesem alten Stile von Pferdekutschen und so weiter gehalten. Das hat er sich noch ausgedacht, das hat er jetzt letztens angekündigt. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ob ich das nutzen werde, weiß ich nicht. Pferde sind nicht ganz so mein Ding hier im LS und auch im sonstigen Leben auch nicht, aber für den, der es mag, wird es sicherlich was Schönes sein. Ansonsten haben wir ja wie gehabt auch hier oben noch unseren Schlachthof, Feuerwehr, die alte Brennerei. Hier oben ist das Klärwerk. Ne, das ist ja alles wie gehabt. Hier haben wir den Pferdehof, den wir zusätzlich kaufen können. Und ja, das sind so die großen Neuigkeiten. Ne, neben der Weberei haben wir unsere Hopfenverarbeitung. Die sollte schon bekannt sein, wer sie spielt oder wer die vorherige Version spielt. Ansonsten müssen wir mal gucken. Ich glaube, die müssen wir kaufen. Genau, da können wir ja mal kurz machen, dass wir uns das auch nochmal anschauen. Also wenn wir hier unsere Hopfenplantage hier oben, die Nummer 66 haben, dann können wir den geernteten Hopfen einmal
hier verarbeiten. Jetzt weiß ich noch nicht, warum die Tür das Tor nicht aufgeht. Gekauft habe ich es doch jetzt. Okay. Anscheinend nicht. Wir machen es nochmal. Doch, gekauft habe ich sie. Ja, gut. So sieht das folgendermaßen aus. Da drin ist quasi eine Verarbeitung für die Hopfenblüten. Ich komme hier nicht rein. Warum komme ich? Ah, jetzt. Jetzt. Also, nochmal neu. Genau, hier haben wir einmal die Anlieferung für die, für den Hopfen. Und hier drüben ist dann die Maschine drin, die das Ganze verarbeitet. Ja. Und dann können wir das hier rüberbringen in die nächste Halle. Wir können das hier zum Beispiel einlagern. Ja, dann wird das hier eingelagert und wir können es aber auch natürlich direkt verkaufen, wie ihr das möchtet. Das wäre, wie gesagt, einmal das Neueste. Die Weinplantage oder das Weingut, das ist ja alles bekannt. Na, hier unten haben wir den Fahrzeughändler. Hier ist noch was Neues dazugekommen, das ist die Baustelle. Die Baustelle ist eine Verkaufsstelle für den Kies bzw. die Steine von der Kompostieranlage. Die wird dann quasi, kann man quasi hier nochmal die Steine verkaufen. Sieht wie folgend aus, ist hier gegenüber von der Tankstelle, hat er neu angelegt. Und hier können wir Bretter und auch den Kies dann verkaufen. Der Kies, also die Steine müssen vorher, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, die Steine müssen vorher natürlich da drüben von der Maschine entnommen werden und müssen hier einmal in dem Zerkleinerer zu Kies verarbeitet werden. Und dann können wir sie hier wegnehmen und können den Kies zur Baustelle fahren und können den hier verkaufen. Ja, das haben wir hier auch alles schon mit reingenommen. Hier haben wir die Grillhähnchen zum Beispiel. Das Bullensperma und den Kies müssten wir irgendwo haben. Hier haben wir den Split, nicht Kies. Split heißt das dann. Genau, der ist dann hier mit dabei. Wir haben auch Pilze. Da muss ich mal gucken, wo wir die überhaupt herkriegen. Können wir wahrscheinlich mit anbauen im Gemüsebeet, also in der Gemüseplantage. Hier haben wir, wie gesagt, einen Apfelsaft. Wir können den Apfelsaft direkt verkaufen oder wir lassen ihn zu Wein gären. Na? Da ist auch preislich nochmal ein kleiner Unterschied. Also das wird, denke ich, eine schöne Sache. Ja, dann würde ich sagen, wir kehren einmal zu unserem Hof, ja, zu unserem Hof zurück. Da haben wir ja hier vorne das Kaninchenstall. Ich werde jetzt in der nächsten Folge mit euch zusammen unseren Spielstand aufbauen, sodass wir da die Fahrzeuge, die wir benötigen, einmal hier zum Hof holen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst mir gerne ein Like da und ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut.